Und los geht's. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Chiachi. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Zieht einfach mal ab. Gut, wie er den Ball abblockt. Bremen mit dem Platz auf außen. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Das war ein richtig guter Freistoß. Da war nichts zu halten. Wir werfen noch mal einen Blick auf den Freistoß. Er hat es schon gut gemacht. Ganz viel Gefühl im Fuß. Er ist nicht zu halten. Hertha ist hinten, Hertha weiß, jetzt müssen sie was tun. Mal sehen, wie das hier noch weitergeht. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Ist hier immer noch am Ball. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Platz zum Kontern. Boetius. Chiachi. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren, das kannst du nicht halten. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Da haben sie jetzt einige Optionen. Werder Bremen macht Druck. Aber dann ist der Ball doch weg, war nicht entschlossen genug. Da haben sie die Chance. Boetius. Chance zur Führung. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Jung. Er hat hier die Chance zur Führung. Ball ist nicht drin.
Die Ecke kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Pass bleibt hängen. Duxch. Boetius. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Fernandinho. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Schön zugemacht. Chiachi. Hertha macht Druck. In den freien Raum. Und er gibt ihn. Er gibt den Peter. Das kann jetzt die Führung werden. Der Strafstoß ist drin. Den hat er klasse verwandelt. Hier die Wiederholung. Da sieht man schon beim Anlauf, wie entschlossen das Ganze über die Bühne geht. Und dann der Ball unten im Eck. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Schirmt den Ball da super ab. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste, aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiterhin. Das sieht durchaus vielversprechend aus jetzt. Mal schauen, ob sie was draus machen können. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Chance zum Konter jetzt. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Erstmal wichtig, hier im Ballbesitz zu bleiben. Duxch. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Jung. So, wir gehen in die Pause. Da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Das war ein richtig guter Freistoß. Da war nichts zu halten. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen.
Boetius. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder um. Er hat hier die Chance zur Führung. Ball ist nicht drin. Der Strafstoß ist drin. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Er passt gut auf und hat den Ball. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Hertha BSC. Dann geht es auswärts gegen Bayer Leverkusen. Und ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden. Niklas Stark. Fernandinho. Das macht er gut. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Kurze Ecke jetzt. Da kommt der Schuss. Blockt den Schuss erstmal ab. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Jetzt sind sie hier im Ballbesitz. Vielleicht können sie jetzt was draus machen. Guter Zweikampf da. Wird Ecke geben. Die Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Wartet den Moment. Da sind sie da. Guter Block. Der Ball kommt rein. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Der Angriff damit beendet. Hier kurz der Hinweis auf den kommenden Gegner von Werder Bremen. Für sie geht es gegen Gladbach im nächsten Bundesligaspiel. Das wird eine richtig schwere Aufgabe. Und er hat den Ball. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Er zieht nach innen. Wichtige Aktion. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, guter Pass. Im Rücken der Abwehr gelauert. Da braucht es gutes Timing.
aber hier geht was schief. Abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Klar, das ist abseits, aber wenn diese Taktik aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eine klare Torchance und dann wird es richtig gefährlich. Er verliert da den Ball. Plattenhardt. Hertha macht Druck. Boetius. Sie erhöhen auf 2 Tore. Wichtiges Tor, da hat er es geschafft. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Da gewinnt er den Zweikampf. Die Chance für den Konter. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Viel Platz auf Außen für Werder Bremen. Nee, da geht nicht rein. Ah, klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ballgewinn hier. Marco Friedl. Er hat den Ball. Gute Aktion. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Die machen das alles richtig gut hier. Führen mit 2 Toren und so stark, wie sie vor allem auch taktisch sind, denke ich, bringen sie das über die Runden. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Lass uns mal schnell auf den nächsten Spiel schauen. Boucher steht ja hier 3:1. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit. Der nächste Gegner von Hertha BSC heißt Leverkusen. Wenn sie da genauso weitermachen, wie sie sich heute präsentiert haben, sollte das kein Problem sein. Er pfeift strafstoß. So, keine Karte, klar. Den Elfer muss es geben, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit einer Karte gerechnet. Ich auch, Wolf. Hartes Einsteigen wäre gelbwürdig gewesen. Und jetzt werden sie wechseln. Jetzt können sie den Deckel drauf machen. Sie verwandeln den Strafstoß. So, Blick auf die Wiederholung. So verwandelt man einen Elfmeter souverän. Mit ganz viel Coolness, ganz gelassen. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen.
Den Ball holt er gut verteidigt. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Kollegen bieten sich an. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit vorüber. Duxch. Klasse Pass. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird's zu eng. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Gäste kassieren hier eine Niederlage. Sie haben den schwächsten Sturm, Wolf. Das war heute nun wahrlich nicht zu übersehen. Und dann gewinnst du solche Spiele nicht. Ganz im Gegenteil, dann gehst du sogar unter. Klare Niederlage, die Krise ist da. Sie lässt sich jetzt nicht mehr wegdiskutieren. Und die Frage ist, wie lange geht dieser Tormangel noch weiter? Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Danke, dass Sie bei uns waren.